Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute hier draußen im Wind. Alles weht durcheinander, aber es ist kein Problem, glaube ich. Also, heute habe ich eine neue Verheißung. Die Verheißung finden wir aus Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Warum? Denn es ist eine Kraft Gottes. Darauf, das ist die Verheißung. Es ist eine Kraft Gottes, das Evangelium, die da selig macht alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen, also alle Menschen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Und die Antwort ist einfach, warum? Weil es eine Kraft Gottes ist. Warum sollten wir uns dafür schämen, wenn es eine Kraft Gottes ist? Die Frage ist nur manchmal, dass wir ein bisschen mit Weisheit umgehen müssen, wie wir das unseren Mitmenschen weitergeben. Dass wir es leben anstatt reden. Manchmal ist auch Reden notwendig. Aber ich möchte es dir mitgeben, dass du einfach hier auch um Weisheit bittest. An dem Platz, wo du bist, dass du da ein Segen sein kannst und dass du dich nicht schämst um des Evangeliums willen. Und dass du erkennst, dass es eine Kraft Gottes ist. Ich möchte dir einen schönen Tag wünschen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.